Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Dino Crisis. Und genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal hier und hatten den Bereich nochmal komplett neu erkundet. Und wir haben beim letzten Mal erfahren, was der Dr. Kirk hier vorhat mit seinem mit seiner Waffe. dass man tatsächlich durch die dritte Energie ganze Bereiche auslöschen kann. Das ist verdammt interessant. Und ja, wir müssen jetzt gucken, weil wir haben ja da diesen Strudel da gehabt, da unten im Bereich B2, da wo der Hafen da ist. Und der blockiert uns halt den Ausweg. Da unten, wo dieser L-förmige Gang da ist, dieser linke. Und ja, das ist es halt, ne? Und jetzt müssen wir halt hier diesen dritten Energiegenerator aktivieren. Und um den aktivieren zu können, brauchen wir Dr. Kirks ID-Karte. Aber erstmal, tatsächlich, Leute, müssen wir uns erstmal... Da rennt ein Dino rum. Da! Erstmal Dinos platt machen. Wieder die blauen Raptoren hier. Okay. Oh Gott, keine Muni mehr auf einmal. 00 Schrot habe ich noch ein paar. Okay, schieß! Schieß ihn kaputt! Und der steht noch mal auf. Oh, fuck. Ne, den Giftpfeil muss ich jetzt nicht. Ich nutze einfach bei der Granatpistole. Komm. Und bam. Der ist immer noch nicht tot. So, jetzt aber. Jetzt aber, okay. Gut. Wo ist der nächste Dino? Da kommt er. Ah. Sehr schön. Und... Oh. Okay. Okay. Wir benutzen jetzt mittlerweile unseren Granatenwerfer. ihr seht, wir können mit dem einfach schießen, ohne nachladen zu müssen. Durch dieses neue Teil, was wir auch beim letzten Mal hier gefunden haben. Das ist schon richtig geil. Und genau, wir hatten beim letzten Mal hier so ein... Geräuschrätsel gelöst und wir haben da einen Code rausbekommen. Den Code, den hatte ich mir aufgeschrieben. 367204. Genau. Und da müssen wir jetzt hier, wir haben beim letzten Mal diese beiden Kernkomponenten hier bekommen. Das sind nämlich wichtige, wichtige Teile für den Initiator und den Stabilisator, liebe Leute. Und diese beiden Teile braucht man für den Generator, um den zu aktivieren. Also jetzt hier mal ein bisschen klein. Diese Dinos haben wir erledigt. Und jetzt bin ich nur am überlegen, wo ich als erstes rein muss. War das hier? Weil jetzt haben wir nämlich wieder ein bisschen Rätselzeit, liebe Leute. Hier rennt auch wieder einer rum, oder? Ne, hier ist keiner. Okay, gut. So, Leute, dann machen wir mal weiter hier. Wir hatten ja hier diese Notiz, ne? Ich kann mich ja doch daran erinnern. Notizen, ja, genau. So, da haben wir dir auch am Ende irgendwie gesagt. So, Moment, genau. Sie finden Modelle beider Teile im Schrank in der Mitte. Da haben wir jetzt nämlich die Aufschlüsselung für die Codes. Wenn Sie noch nicht sehen, Sie sich auf jeden Fall an. Wenn Sie die Zahlen aufteilen, jetzt wird es interessant, die Sie erhalten, wenn Sie die Kernkomponenten bekommen, das war beim letzten Mal, diese 367204. Und eine 0 vor jede Zahl setzen, ergeben sie die Codes. Also ein Null, also wir hatten ja den Code 367204. Und jetzt die 0 noch davor, dann kriegen wir die Codes für wahrscheinlich, das sind die Dinger, die wir am Ende aussehen müssen hier. Genau, so sehen die aus. Das sind wahrscheinlich hier in dieser Maschine. Und da müssen wir jetzt gleich wahrscheinlich einen von den beiden Codes eingeben. So. Planungsdisk. Jetzt können wir hier nämlich auch diese ganzen Hightech-Maschinen bedienen. Oh, ich freue mich, Leute. Steuerfeld bedienen. Ja, sehen wir. Seht ihr? Jetzt ist es halt die Frage. 0367 oder 0204? Aha. Dann ist es die 0204. Trial and Error, Leute. Ha, seht ihr das? Schaut euch das an. Ha. Ist das geil.
Schön hier technisch alles sort. Schutzteile 2a. Wichtige Teile des Initiators, die schützen den Kern vor Erschütterungen. Wahrscheinlich das gleiche dann nochmal hier. Wichtige Teile des Stabilisators, ja. Wunderbar. Das musst du nicht mehr bedienen. Das war's hier an dieser Stelle von diesem, mit dieser Maschine. Und dann haben wir jetzt quasi schon hier 4 Teile. Wir haben einmal die Schutzteile und einmal die Kernkomponenten. Das heißt, wir brauchen noch 2 Teile. Das war, glaube ich, so, ja. Und die waren, glaube ich, in einem anderen Zimmer. In einem Experimentierraum da, der da auf der Karte rot blinkt. Der da. Genau. Da gehen wir jetzt hin. Und probieren da mal den anderen Code aus. Und dann können wir die gleich zusammensetzen. Das wird ein Spaß, Leute. Das wird ein Spaß. Ach, wieder Soundbug. Geh bitte wieder raus. Gehst du raus? Okay. Und jetzt? Ja, sind wir noch da, aber der Soundbug, der ist jetzt nicht ganz so schlimm. Hier ist aber auch keiner drin. Oder? Ist hier einer drin? Dino? Oh, die Kameraansicht ist jetzt eine andere. Ach, wartet mal. Wartet mal, Leute. Schaut mal hier. Will zur Steuerfeld bedienen. Hier ist ein Code. Wartet mal. Wir haben doch beim letzten Mal von dieser im Sterben liegenden Frau. Stimmt, das war doch auch noch so ein Ding, ne? Wir haben doch hier dieses Forscher-Memo bekommen. Da steht die Zahl 1281. Genau, Leute, und dieser Code, der war hierfür da. Hätte ich fast vergessen. 1281. Zack. Schau dich das an. Wir kriegen wieder Waffenteile. Gewehrteile aufgesammelt. Oh, Vorderschaft und Lauf machen die Waffe zu einer Spaß 12. Schrotgewehrteile. Die Spaß 12 ist mit einem Schaft ausgestattet und hat eine höhere Feuerfrequenz. Blöd nur, dass ich da keine Muni mehr für habe. Jetzt haben wir auf jeden Fall diese SPAS 12. Die war auch in Parasite Eve 2 hatten. Schau dich das an. Die Schrotflinte sieht richtig mächtig aus. Und jetzt frage ich mich allerdings, wartet mal, jetzt können wir hier rein, ne? Aber hier fehlt ja noch was. Mir fehlt noch was. Jetzt können wir hier rein, in diesen stylischen Raum. Schaut euch das an, Leute, diese Maschine, ey. So, schaut euch das an. Da drinnen ist zumindest... wird dazu benutzt, Einstellungen an den Maschinen vorzunehmen, die die Teile zusammensetzen. Hier können wir also die Teile zusammensetzen, liebe Leute. Und hier, was haben wir denn hier? Die Planung ist es nötig, damit das Ding aufgeht. Ja, dann setzt die mal ein. Ich glaube nämlich sogar, dieses Teil kriegen wir einfach so. Genau, dieses Teil kriegen wir einfach so. Schutzteile 2b. Wichtige Teile des Initiators. Ja, okay. So, Leute, dann haben wir Schutzteile 1a2a, Schutzteile 2b und 2 Kernkomponenten. Das heißt, wir brauchen das Schutzteile 2a. Nee, wartet mal. 1a2a. Wir brauchen noch Schutzteile 1b. Jetzt muss ich nochmal überlegen, wo waren die denn nochmal? Wo waren die denn nochmal? Die müssten doch hier... Wartet mal. Wir waren doch eben noch... Wir hatten noch mehr Maschinen gesehen. Hier können wir die nämlich zusammensetzen, liebe Leute. An dieser stylischen Maschine. Dieses Gerät setzt die Teile des Generators in der nötigen, schwerelosen Umgebung zusammen. Es scheint, als könnten die wichtigen Teile des Generators hier zusammengesetzt werden. Ich habe aber nicht genug. Leute, ich habe noch nicht alles. Das heißt, wir müssen hier nochmal raus. Was ist das hier? Regale zum Lagern zusammengesetzter Prototypteile. Okay. Das heißt, wir müssen nochmal irgendwo hin.
Wir müssen noch. Ah, ich glaube, ich weiß wo. Ich weiß wo, Leute. Ich weiß wo. Gut, wenn man selber drauf kommt. Ist echt so. Hier oben in dem Raum. Leute. Hier oben drinne. So. Sieht genau hier. An dieser C-Tür. Stabilisator Entwurfsraum. So, wir hatten doch hier auch. Wartet mal, hier auf der Seite. Wir hatten doch hier auch diesen Rechner. Ja, genau dieses Teil. Die Planungstests wird benötigt. Sehr schön. Ah, habe ich es doch noch selber rausgekriegt. Sehr gut. Willst du das Steuerfeld bedienen? Jo. 0367 müsste es dann sein, ne? 0367. Ja, schaut euch das an, Leute. Dann haben wir alles. Oh mein Gott, schaut euch das an. Hier, komm, Regina, nimm's dir. Sehr schön. Schutzteile 1b. Oh mein Gott. Okay, wir haben alles. Leute, wir haben tatsächlich alles. Das heißt, wir können schon zusammenbauen. Sehr schön. Dann kriegen wir nämlich den Initiator und den Stabilisator. Genau. Und dann brauchen wir tatsächlich, um den Generator zu aktivieren, nur noch die Karte von Dr. Kirk. Und die setzen wir hier noch zusammen. Und ja, liebe Leute, dann freue ich mich, dass ihr wieder hier dabei seid bei Dino Crisis. Wir kommen gut voran. Gut, ich weiß es natürlich auch noch ein bisschen, wie es hier funktioniert. Es ist kein komplettes Blind Let's Play. Nur halt die Schocker-Momente, die habe ich schon vergessen. Und ja, wir kommen voran. So, dann sind wir jetzt hier wieder an dieser Maschine. Dann lass uns doch mal in der schwerelosen Umgebung diese Teile zusammensetzen. Schutzteile 1a. Die Teile zusammenbauen, die du hast? Ja, bitte. Stabilisator und Initiator-Montage. Ach du Scheiße. Setze den Stabilisator zusammen. Ach du Scheiße. Ja, das ist jetzt schwerelos. Das heißt, wir müssen hier. Oh Gottes Willen. Nein! Oh Gott. Langsam. Langsam. Okay, wir müssen diese Teile hier einfach so zusammensetzen, Leute. Das ist ziemlich nice. So, der Stabilisator ist fertig. Jetzt brauchen wir den Initiator. Also jetzt wird's interessant, Leute. Jetzt wird's interessant. Okay, gut. Das war einfach. Das war einfach. Normalerweise muss man da mehr drehen und dann überdreht man und dann knallen die zusammen und dann hat es nicht geklappt. Dann muss man das Ganze wiederholen. Aber so, check, okay. Sehr schön. Das ging schnell. Stabilisator aufgesammelt. Sehr schön, Leute. Oh mein Gott. Check, okay. Check, okay. Geil, Leute. Da haben wir es. Initiator aufgesammelt. Diese Teile erzeugen die zum Start des Generators nötige Energie. Sieht so aus wie so Batterien, ne? Hier auch der Stabilisator nochmal. Teile zur Stabilisierung der Steuerung des Generators. Sieht aus wie Batterien, ne? Richtig interessant, die Teile. Und dann haben wir das schon. Krass. Und schaffen wir tatsächlich in dieser Folge noch Dr. Kirks Keycard. Und dann können wir in der nächsten Folge schon den Generator aktivieren. Das ist natürlich geil. Hier hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so schnell geht. Ich hätte echt gedacht, dass wir da Probleme beim Initiator kriegen. Weil die Bedienung bei dem echt frickelig ist. Ja, aber da hatte ich echt Glück, dass das andere Teil ja quasi fast gegenüber kam und ich da gar nicht viel bewegen musste.
Das ist natürlich gut gelaufen. Okay, Leute. Aber es ist ja gut, wenn wir schnellen Fortschritt haben, ne? So, Leute, dann müssen wir wieder jetzt nämlich wieder zurück. Genau. Genau, wir müssen erstmal zurück hier zur dritten Energie, zum Generator. Und jetzt geht hoffentlich der Soundbug weg. Ja, danke. Hier wieder in diesen Bereich, in diesen gruseligen Bereich. Wir müssen da unten... ja, wir müssen jetzt uns jetzt mal die Dr. Kirks ID-Karte forgen. Das heißt... Wir hatten ja da beim letzten Mal diese tote Frau, die hatte Fingerabdrücke hinterlassen. Da ist dieses Riesenteil, was wir aktivieren müssen. Mit dem Kühler obendrauf. Sieht schon heftig aus, ey. Okay, das System ist noch locked. Okay. Wir hatten ja diese Frau da gesehen, die abgeknallt wurde von Dr. Kirk. Und die Fingerabdrücke von ihrem Blut, das sind Dr. Kirks Fingerabdrücke. Und tatsächlich kann dieses Gerät auch Fingerabdrücke lesen, wenn sie an der Wand kleben. Das ist so. Boah. Boah. Boah, ich bin erschrocken. Hab ich mich erschrocken, Leute. Boah. Hab ich mich erschrocken. Boah. Mein Herz, ey. Und da ist die Mucke auch noch immer so laut. Oh, Gott. Boah, wartet mal gerade. Puh, okay. Boah, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Jetzt ist natürlich auch mein Giftpfeil weg. Oh mein Gott. Na, für die habe ich aber auch keine Muni mehr. Vier Granaten, 9 Hitzegranaten. Okay, Leute. Boah, blödes Drecksding. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Fuck. Okay, Leute. Wir waren hier bei diesen Fingerabdrücken, ne? Hier, bei diesen scheiße Fingerabdrücken. Sie wurde von jemandem mit blutigen Händen bedient. Die Fingerabdrücke sind deutlich zu sehen. Ja, was wir jetzt machen müssen, liebe Leute, geh mal lieber hier vor. Was wir jetzt machen müssen, ist einfach hier nochmal diesen Fingerscanner benutzen, den wir ganz am Anfang benutzt haben. Die Fingerabdrucksammlung enthält bereits Daten. Ja, von dem Paul Baker damals, ne? Überschreiben. Ja, kannst du ruhig. Fingerabdruckdaten wurden gesammelt. Somit haben wir Dr. Kirks Fingerabdrücke. Oh mein Gott. Leute. Und ihr erinnert euch an dieses Memo. Hier steht die Nummer drin von ihm. 31415. Leute. 31415 ist Dr. Kirks Personalnummer. Tja. Somit sind wir allmächtig, liebe Leute, weil wir haben die Fingerabdrücke, wir haben die 31415, wir können Dr. Kirks ID-Karte schreiben und sind damit allmächtig hier in dieser Einrichtung, weil wir haben die A-Karte, also die Klasse A-Karte, nicht die Arschkarte. Wir können Dr. Kirks ID schreiben. Wir haben Initiator und Stabilisator. Wir haben alles, was wir brauchen. Okay, Leute. Gut. Dann müssen wir jetzt aber noch mal ganz kurz... Oh, jetzt bin ich fast auf den Ausknopf gekommen. Das ist nicht vom Rechner. Das wäre natürlich blöd jetzt. Dann müssen wir jetzt nur noch Dr. Kirks ID schreiben. Und dazu... War klar. Und dazu müssen wir ja hier vorne nochmal in diesen Raum, in diesen stylischen Safe-Raum mit der Schiebetür, mit der Desinfektionskammer. Das war eine coole Szene. So, Stelle für Sicherheitspässe.
Oh nee, das ist ein scheiß Soundbug. Ich will keine Soundbugs hier haben, Leute. Mensch. Geht das auch ohne Soundbugs? Es geht nicht ohne. Das kann doch nicht wahr sein. Nee, wartet mal, Leute. Das ist jetzt aber uncool. Wartet mal, ich habe eine andere Idee. Ich gehe jetzt nochmal rein und raus. Oh Mann. Oh Gott. Es ist hier nochmal ein anderer Bug. Nein, Leute, ich will die Mucke richtig hören hier. Durchgang zum Experimentierbereich und dann gehen wir mal hoch. Was zur... Da ist noch ein Dino. Da ist noch ein Raptor, der hier rumtippelt. Ist immer noch am Leben. Was zur Hölle? Okay, 4 Dinos platt gemacht in dieser Folge. Nicht schlecht. Gut, liebe Leute, da bin ich ganz kurz am Mikro gekommen. Ach, Leute, das ist doch nicht wahr jetzt. Kann ich bitte diese Soundbugs mal wegkriegen? Das ist so nervig mit den Soundbugs. Ich hätte eigentlich gerne noch diese ID-Karte geschrieben jetzt. Mann. Ach, Leute. Ihr geht mir auf die Nerven mit euren Soundbugs. Mann, das nervt. Dann gehe ich jetzt nochmal zurück. Genießen wir nochmal so ein bisschen den Technikbereich hier. Gehe ich halt nochmal kurz zurück und dann hoffe ich mal, dass wir jetzt endlich mal hier diesen Soundbug wegkriegen. Mann. Danke. Danke. So. Danke. Sehr freundlich von dir, Spiel. Gut, aber das schaffen wir jetzt sogar noch. Wenn wir jetzt schnell sind und in den Safe-Raum schnell reingehen, bevor da dieser Soundbug wiederkommt. Sehr schön. Sehr gut, wir haben endlich keinen Soundbug mehr. Und wir können jetzt hier, liebe Leute, an dem Rechner, der hier steht, tatsächlich Dr. Kirks ID-Karte schreiben. Oh mein Gott. Genau, Leute. ID-Karte brauche ich. Die habe ich. Oh, das ist so interessant, ey. Personalregisternummer eingeben. Ja, die haben wir von Dr. Kirk. 3, 1, 4, 1, 5. Bing. Personalnummer bestätigt. Fingerabdruckdaten eingeben. Willst du Fingerabdruck eintragen? Jawollo. Des Datenzugriff. Und. Yes. Sektion dritte Energielaboratorium. ID. Leiter Edward Kirk. Willst du die Daten überschreiben? Mach es. Bing. Die Kartendaten wurden neu geschrieben. Die Karte bestätigt den Status von Dr. Kirk. Das heißt, die ID-Karte für den Projektleiter. Das heißt, wir haben es geschafft. Wir haben alles, was wir brauchen, um diesen Scheißgenerator endlich zu aktivieren und hier wegzukommen. Das ist schon ungefähr seit 5 Folgen waren wir hier weg. Und immer kommt irgendwas Neues dazu, ne? Speichern? Nein, danke. So, Leute. Dann geht's mal weiter. So. Dann geht's los, den Generator zu aktivieren. Wir haben alles, was wir brauchen, Leute. Alles, was wir brauchen. Wir haben Dr. Kirks ID. Wir haben die A-Karte. Wir haben Initiator und Stabilisator. Wir haben alles. So, allerdings sehe ich schon, dass die Folge ziemlich voll ist. Gut, liebe Leute. Dann würde ich mal sagen, ja, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Wie wir den Generator aktivieren, liebe Leute, sehen wir beim nächsten Mal. Und ja, da würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter.
Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.